Hey Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Wie unschwer zu erkennen, geht es heute nicht um das bereits vollständige 1.16 Nether Update, sondern um das 1.17 Update, was darauf folgt und noch ein, naja, teilweise großes Geheimnis ist. Es gab schon mal ein Video von mir, wo ich einiges zu diesem Thema oder zu diesem Update sagte und das heutige Video ist nochmal eine neue Ergänzung mit einigen Infos mehr. Vorher aber noch schnell Grüße raus an den lieben, ja, Name geändert halt, aber hey, Grüße gehen trotzdem raus an diesen User natürlich. Für alle anderen von euch einfach eure Like-Zahl in einem Hashtag verpacken und auch kommentieren, um im Lostopf des nächsten Videos zu gelangen. Ich weiß, dass einige Leute mich wahrscheinlich wieder und weiterhin für verrückt erklären, weil ich mich bereits mit dem 1.17 Update beschäftige, obwohl das 1.16 noch nicht mal draußen ist, allerdings könnte einiges davon auf jeden Fall interessant für euch sein. Um vorher mal die Luft rauszulassen, das 1.17 Update wird weder ein Höhlen- noch ein Kampf-Update. Dies wurde bereits mehrmals bestätigt von den Publishern. Was wir uns natürlich vor Augen halten können und auch müssen, ist das Gewinnerbiom des letzten Jahres, also vom Biom-Voting auf der Minecon 2019, sprich das Bergbiom. Dieses soll ja, genau wie die Taiga, ein Biom-Update erhalten. In diesem Fall kriegen wir dann also Snowy or Snow, eine spannendere Berglandschaft und Ziegen dazu. Nicht zu vergessen allerdings sind ebenfalls alle Verlierer-Biome, die jemals zum Voting bereitstanden. Diese sollen nämlich alle trotzdem im Laufe der Zeit mit ins Spiel integriert werden. Kann also gut sein, dass wir im 1.17 Update bereits weitere Biome kriegen, die beim ersten Biom-Voting praktisch verloren haben. Sprich die Savanne beispielsweise mit den Termiten, Affenbrotbäumen und Straußen und die Wüste mit Erdmännchen und Palmen. Also da könnte auch schon vielleicht etwas dabei sein. Da natürlich nur ein Berg-Update selber sehr klein wäre, in Anführungsstrichen, muss theoretisch noch was dazukommen. Muss natürlich nicht, aber es sollte trotzdem der Fall sein. Denn im 1.15 Bienen-Update kam zwar auch nicht enorm viel Neues dazu, allerdings lag ja hier die Priorität auf das Fixen von Bugs und Verbessern der Performance. Ein Post auf Twitter vom Publisher Dinnerbone, den Namen dürfte eigentlich jeder von euch kennen, aus dem März bringt auf jeden Fall etwas Licht ins Dunkeln. Er sagte nämlich folgendes: Das Minecraft-Team ist gerade von einem eintägigen Workshop zurückgekommen, in dem wir versucht haben, so viele Ideen wie möglich zu entwickeln, die in das nächste Update passen. Wir kannten das Thema bereits, aber dies ist die Phase, in der wir versuchen, die gesamte Community durchzugehen und Vorschläge für Features zu entwickeln. Sehr interessanter Punkt, muss ich sagen. Also Minecraft konzentriert sich bei diesem Update also anscheinend ganz besonders oder enorm auf die Wünsche und Meinungen der Community. Dies bedeutet, dass man quasi alles erwarten könnte, was natürlich halbwegs Sinn macht und den Publishern gefällt. Gut möglich also, dass das Thema vielleicht Biom-Update ist, da das Bergbiom sein Update erhält und zum Thema passen würde, in Anführungsstrichen. Ich bin, was das angeht, natürlich sehr, sehr gespannt. Ihr könnt ja mal eure Vermutungen und auch Ideen unten in die Kommentare schreiben. Was glaubt ihr, wird das Thema des 1.17 Updates und was erhofft ihr euch selber persönlich, jetzt ohne Höhlen- und Kampf-Update, die natürlich ausgeschlossen. Noch als kleine weitere Info, dieses Update wird dann ähnlich wie das 1.15 Update auch so um den Dezember rum erscheinen, also Ende des Jahres. Es sind ja mal zwei Updates im Jahr geplant. Ein riesen Major-Update und ein eher etwas kleineres, in Anführungsstrichen, Update. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt noch einen angenehmen Abend, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.